und ich werde heute hier auf dem Baumhaus übernachten. Mein Fernseher habe ich schon hier, mein Bettchen. Oh, die. Was will denn Braxi jetzt? Braxi! Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, komm hoch! Ich will heute im Baumhaus übernachten, Braxi! Ist es nicht kalt? Wenn mir zu arg kalt wird, gehe ich einfach hier in das Geheimversteck. Oh, wie cool. Aber ich muss dir was richtig Cooles zeigen. Was denn? Ich habe ein Zirkuszelt gefunden. Ein Zirkuszelt? Wir haben doch hier hinten schon ein Zirkuszelt. Aber das meine ich nicht. Das ist voll anders und voll cool. Anders und cool? Mhm. Und wir sollen da hin? Ja, du sollst ja mitkommen, deswegen bin ich ja hier. Na gut. Aber, Braxi, wo ist denn das Zirkuszelt? Das ist hier drüben. Stell nicht so viele Fragen. Na gut. Mann, ey, ich wollte eigentlich heute im Baumhaus übernachten. Jetzt muss ich mit Braxi irgendein Zirkuszelt anschauen. Aber da sind keine Clowns, oder? Nein, so meine ich das doch nicht, du Trottel. Na gut. Okay, dann lass uns dahin, Braxi, Abenteuer mit Odi und Braxi! Ja! Ja! So, das muss doch hier irgendwo sein. Das ist die Wasserrutsche von Jimmy, Mann. Oh ja, halt die Augen auf. Na, ich halt die Augen auf. Cut. Mann, Braxi, wir sind jetzt bestimmt schon 2 Stunden gelaufen. Wo soll das denn sein? Hier ist nicht mal mehr Schnee. Muss hier irgendwo sein. Ich weiß es doch. Hä? Da, schau mal. Hä? Was ist das denn für ein kleines Zelt? Keine Ahnung, habe ich doch gesagt. Oh, Braxi, wenn da jetzt nicht was Cooles drin ist, dann wirst du sehen. Und das ist keine Clowns sicher. Da drin war ich noch nicht, aber wir können ja jetzt gemeinsam reingehen. Na gut, komm schon. Oh, ich habe Angst. Hast du vielleicht eine Waffe dabei, Braxi? Nur mein Schwert dabei, hier. Gib schon her, gib schon her. Hallo, sind da Clowns? Hallo? Ist hier jemand? Hä? Braxi? Was ist das denn hier? Das sind einfach Bananencouch. Ah! Monster! Mein Zirkus! Manchmal, das wird zugemacht. Setzt euch hin. Digitaler Zirkus? Mein Name ist Kane und ich bin der Moderator des digitalen Zirkus und alles, was Sie sehen, ist das nicht real. Nicht real? Nicht real? Schön, dass Sie angekommen sind. Wir haben gerade folgende Attraktion. Mein Joker Pomni ist durchgedreht und Sie müssen sich vor sie schützen. Bauen Sie ein sicheres Haus und Sie haben dafür 1 Stunde Zeit, ansonsten sterben Sie. Aber warte mal! Wie sollen wir denn hier was bauen? Und wer ist... warte mal, Pomni? Hat der gerade gesagt Pomni, Braxi? Ich hab Pomi verstanden. Nein, Pomni, das ist doch meine Freundin. Pomni, die Irre? Die ist nicht irre. Aber was ist denn mit der passiert, Kane? Wissen Sie, manche Menschen gehen durch rote Türen, weil sie denken, dass es einen Ausgang gibt, aber das ist eine Lüge. Ich kann Ihnen etwas demonstrieren. Und zwar, wenn Sie eine rote Tür sehen, wie diese hier, dann gehen Sie da nicht durch, verstanden? Denn sonst werden Sie, ein Augenmonster. Ja, das sollten Sie nicht machen. Mann, Braxi, willst du ein Augenmonster sein? Hör auf damit, das ist voll gefährlich. Okay, Kane, was sollen wir tun? Ich muss los und viel Spaß beim Bauen und ihr habt nur 1 Stunde Zeit. Was? Tschüss. Er ist einfach verschwunden, Braxi. Und warte mal, wie sollen wir hier überhaupt bauen, wenn wir nichts haben? Guter Einwand. Ihr habt recht. Also, ich habe ja Fähigkeiten. Was haltet ihr davon, wenn ihr auch Fähigkeiten bekommt? Aber natürlich nicht alle, Das wäre voll cool, Braxi. Das wäre voll cool. Können wir dann auch fliegen? Cool. Ja, ihr könnt fliegen, aber nur in diesem Universum. Na gut, da willigen wir ein, oder? Müssen wir ja. Naja, ihr könnt ja auch nur das machen. Was anderes geht ja nicht. Ist ja mein Spiel. Haha, viel Spaß. Tschüss. Oh. Du hast schon die Kräfte, Braxi?
Was war das? Ich kann fliegen. Wow! Oh. Wow! Ich kann's auch, Braxiel! Wie cool. Warte, wir müssen da zumachen. Und schau mal, wir haben... Schau mal, er hat uns die Kreativkräfte gegeben, Braxiel. Oh, hier sind ganz viele verschiedene Blöcke drin. Damit können wir jetzt das Haus richtig sicher machen, Leute. Komm schon. Und wir fangen an mit einer sicheren Tür, Braxi. Und eine sichere Tür ist das hier. Oh, na gut, warte mal. Da müssen wir das hier noch aufmachen und... Oh Mann, warum geht das nicht? Jetzt. Wow! Das ist schon mal eine sichere Tür, Braxi. Und zwar eine Tresortür. Mega cool. Da kommt niemand vorbei, das weißt du doch. Okay, Braxi. So. Am besten bauen wir jetzt noch einen Graben. Und was ich mir überlegt habe, ist, das Zelt ist ja voll instabil, stimmt's? Braxi, da ist Mutanten... Pommi? Wir müssen reingehen. Lass uns reingehen, bevor die was zerstört. Komm schon! Ist die weg? Ich weiß es nicht, Braxi. Ich weiß es nicht. Ist sie weg? Verschwinde! Warte, Pommi! Guck mal, da hinten ist die rote Tür! Okay, Braxi, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die Stunde sind nicht mehr eine Stunde, sondern nur noch 15 Minuten. Okay, mach du hier einen Graben, Braxi. Hier einmal um das Zelt. Und ich werde Gitter nehmen. Okay. Und zwar werden wir das hier komplett gittergeschützt machen, Braxi. Sehr gut. So, und zwar ab hier direkt. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Und hier wird ein komplettes Gitter drumrum kommen, Braxi. Dass das natürlich, wenn Pomni irgendwas schmeißen sollte, das Zelt nicht zerbricht. So. Los, fertig. Okay, was machen wir am besten in den Graben rein, Braxi? Gift. Wow, das ist eine gute Idee. Okay, warte, ich helfe dir sofort. Wir müssen aber den Zaun kurz nach oben ziehen. Und zwar geht das mit dieser Axt. Kennst du die Special Axt? Die Special Axt? Was ist das für eine Axt? Schau mal, wir müssen hier nach oben bauen, Braxi. Okay. So hoch wie das Zelt natürlich ist. Zack. Dann werden wir die mit der Axt hier draufhauen und dann hier draufhauen. Okay, Braxi, dann muss ich nur diesen Command hier eingeben und dann zack. Ha! Oh, wie cool. Dann nochmal diese Wand hier und genau das gleiche Spiel. 101, boom. Wow. Das sieht so cool aus, Braxi. Boah, du hast ja schon überall Gift gemacht. Ich mache hier noch schnell fertig. So, zack. Spring mal rein in das Grüne. Und die letzte Fall und die letzte Wand hier. So. Wow, schau mal. Wir sind wie in einem Käfig jetzt, Braxi. Spring mal rein. Nein, ich will da nicht reinspringen. Aber wir müssen gucken, ob es funktioniert. Los. Na gut. Und? Ich will nicht, Braxi. Also es funktioniert sehr gut. Oh Mann. Oh, zum Glück sind wir im Kreativ, damit wir hier nichts merken. Gib her. Überall oben drauf, damit sie nicht hier raufkommen. Du hast recht. So. Zack, zack, zack. Hier auch. Und so. Oh Mann. Das ist voll schwer, Braxi. Du kannst das. Das geht so, zack. Und zack und zack. Und hier weiter, Leute. Oh, wir machen das ganze Zelt voller Stacheldraht. Damit die verrückte Pomni hier nicht reinkommen kann, Leute. Stimmt's, Braxi? Ja, weil wenn sie von oben reinkommt, dann ist sie ja drin. Genau! Falls sie einen Supersprung oder so hat, so wie Hulk, stimmt's? Hulk. So.
haben es gleich fertig. Ne, hier hinten noch, Bricks hier. Stimmt. So, zack. Und hier. Zack. Okay. Dann haben wir es erstmal fertig, Bricks hier. So, perfekt. Damit haben wir das Dach geschützt. Mhm. Und Außenbereich. Du hast recht. Aber wir müssen noch was machen, weil sie könnte ja, wenn sie hier unten ist, einfach rein. Und zwar brauchen wir, ich weiß was. Ich weiß was Besseres. Käfigfallen. Nein. Stromzaun. Du hast recht. Wir bauen das richtig stark, Braxy, damit die hier gar nicht erst rankommen kann, weil der Strom, das tut richtig weh, Braxy, der hat 2000 Volt. Das kann sogar Insekten grillen. Insekten? Das ist richtig stark. Hä? No, Braxy, hör auf. Nur gucken, ob es funktioniert. Mann, du blöd, Mann, das ist doch gefährlich. Okay, ja. Was machen wir als nächstes, Braxy hier? Ich wüsste da vielleicht was. Was denn? Komm schon, sag's schon. Wie wär's mit... Nägeln überall hinwerfen. Oh, gib mir, gib mir. Okay, Nägel. Das geht nicht, Braxy hier. Mann, du hast recht. Nimm deine blöden Nägel. Ich weiß was. Was denn? Bärenfallen. Oh, Bärenfallen sind cool. Okay, mach sie überall hin, Braxy, aber nicht... Aua, aua, ich bin reingelaufen. Au, au, au. Soll's auch passen. Au. Verbinde sie mit dem Zaun, dann kriegt sie einen Elektroschock. Wow, das geht ja wirklich. Ja. Wow, cool. Na gut, Braxy, warte. Die müssen wir hier auch noch verbinden. Zack, zack, zack. Wow, cool. Okay, Braxy, ich glaube aber, wir brauchen noch fette Laser. Die machen wir hier oben hin, oder? Wo denn? Hier oben, guck jetzt. Und zwar brauchen wir erstmal Obsidian, dann brauchen wir ein Laser und ein Laserpad. So, das hier. Und jetzt, Braxy, werden wir hier oben, putz, drei Obsidian machen, dann ein Laserpad. So, Mann, ne? So, und hier wieder drei Obsidian, zack, zack. Und dann, oh, das Laser verbinden, ne? Das sieht mega cool aus. So, zack, weiter, Braxy, wir können einfach fliegen, ne? Mach den Laser hier. Mann, was machst du da? Mann, warte doch, ich bin nicht so gut da. Du blöd, Mann, du musst einfach hier noch ein Pad machen und hier noch ein Pad. So. Zack, 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 drei Pads. Dann der erste Laser nach oben, der zweite Laser nach unten und der in die Mitte. So, dann mache ich hier noch Obsidian, Braxy. Zack. Und fertig. Was mach fertig? Die Laser, mach die Laser. Warte, wir müssen hier auch die Laser machen, du Blödmann. So, zack. Oh, ich höre sie schon, da ist sie, Braxy! Letztes Laser, los! Oh, letztes Laser, Leute! Oh, wir sind nicht mal fertig geworden, Braxy, sie ist schon da! Mal gucken, ob sie reinkommt. Ich weiß nicht, komm schon, lass uns hochfliegen, nicht, dass sie uns auch noch angreift. Da ist sie, Braxy! Warte, lass uns hier drauf! Pomni! Hä? Sie platziert rote Türen! Ausgang. Die nicht benutzen, hat Kane gesagt. Ja, du hast recht, Braxy hier. Oh, mal gucken, ob sie hier reinkommt, bitte! Pomni, lass es bleiben! Hier sind Fallen! Sie ist so stark, schau mal, Braxy! Sie kriegt das kaputt! Wir brauchen Pfeil und Bogen! Nein! Pfeil und Bogen, Braxy! Pfeil und Bogen! Ja, das wollte ich gerade sagen. Bleib weg, Pomni! Oh, das tut ihr nichts, Braxy. Sie ist viel zu stark. Warte mal. Warte. Was ist denn mit einer Nerfgun? Ja, eine Nerfgun, Braxy. Du hast recht. Bleib stehen. Wow, sie wirft Blöcke nach uns. Oh, Vorsicht. Pomni, raus.
Omni. Aua! Raus! Steh bleib, Pomni! Ich vernichte euch! Wow! Aua! Oh, zum Glück können wir noch fliegen, Brax hier! Oh oh! Aufhalten, Odi. Wie denn? Wir haben doch schon alles gebaut! Schau mal, sie gräbt sich nach unten! Oh. Jetzt die Giftfalle! Oh, die. Die Giftfalle, aber das. Au! Das hat dir wehgetan, Brax hier! Oh, das war richtig gut! Ich glaube, die ist betäubt. Wir müssen schnell zubauen. Schnell! Nimm Obsidian mit! Ja, warte. So! Bau sie zu! Gefängnis für Pomnir! Warte! Warum denn? Elektrozaun! So! Mach! Pomnir! Ausgang! Aua! Nein! Brexy, wir müssen sie ganz zubauen! Warte, ich hab eine Idee. Odi, schau mal. Was denn? Ja. Eine Käfigfalle. Du hast recht. Wir lassen sie freikommen. Warte, wir tun so, als ob wir sie freilassen. Und dann läuft sie da rein, okay? Wo bist du, du Blödmann? Ja. Ja, okay. Warte. Platziere sie hier auf dem Boden, vor der Tür. Hier. Ja. Mann, hier, bei mir. So. Okay. Pomni, wir lassen dich raus. Wir haben den Ausgang gefunden. Ausgang. Hier Ausgang. Bei uns. Genau hier. Nein, Pomni, hier auf der anderen Seite. Du musst hier durchgehen. Ausgang. Ja. Komm ja. Durch. Ha! Gefangen. Okay, Brexy, wir haben es geschafft, die da einzufangen. Aber ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Pomni, Kane wird kommen und dich retten. Oh, sie wird frei, Brexy, lauf! Oh, komm schon! Nein! Oh, sie wirft nach mir, Brexy, komm zu mir! Ich bin bei dir. Oh. Brexy, schau mal, wir sind aus dem Bereich raus. Ich kann nicht mehr fliegen. Hä? Ich auch nicht. Oh Mann, sehr gut. Okay, Brexy, lass uns einfach nach Hause. Und du Blödmann, musst mir McDonald's zahlen. Okay, ich gebe dir einen McDonald's aus. Ha, ja! Los zu McDonald's! Oh, Brexy, wir haben uns voll verlaufen, Mann. Haben wir gar nicht. Sag mal, hast du Hunger? Ich hab übelst Hunger. Mein Bauch knurrt schon. Dich mal um. Hä? Hier ist ja ein McDonald's. Oh, Brexy. Wir waren gerade voll farm, aber wir haben nichts gefunden, Leute. Und jetzt ist hier ein McDonald's. Ich liebe McDonald's. Liebt ihr auch McDonald's? Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Kommt schon, lass uns da reingehen. Oh, ich hab so Hunger. Boah, ich will einen doppelten Cheeseburger. Brexy? Hallo? Hallo, ist hier wer? Hallo, wir haben Hunger. Brexy, das ist voll der verlassene Blödklumpen hier. Das ist verlassen alles, Leute. Oh, Brexy, ich wollte doch den leckeren Chicken-Burger haben. Denn das ist mein Lieblingsburger. Was ist dein Lieblingsburger? Schreib's mir doch mal in die Kommentare. Und falls du alle Burger magst, mach einen Burger-Emoji in die Kommentare. Brexy, was ist dein Lieblingsburger? Boah, ich liebe den Chicken Burger mit dieser leckeren süß-scharfen Soße. Boah, ich mag den auch voll. Oh Mann, was machen wir denn jetzt hier, Brexy? Und nach Hause kommen wir auch nicht mehr. Schau mal, es ist alles flach hier. Schau mal, hier ist eine nicht gebaute Treppe. Oh, die ist kaputt, Brexy. Die ist nicht gebaut. Oh, hier sind zwei Truhen. Vielleicht sind da Burger drin, Leute. Oh, ich hätte richtig Lust auf einen Burger. Hä? Kameras und Nerfguns, Brexy? Ja, wofür braucht McDonald's sowas? Ja, ich weiß nicht. Warum ist hier Lava und Käfigfalle und Ketten und Laser und zwei Köpfe, Brexy?
ich weiß nicht. Wir müssen hier raus, schnell. Oh, Rexy, aber was ist, wenn wir hier sicher sind? Und ich habe nämlich vorhin da hinten irgendwas gesehen. Schau mal, das ist irgendwie... das sieht lila aus. Ich glaube, wir haben ein Problem. Warum, Rexy, warum? Was ist alles lila außer du? Nein, nein. Das kann nicht ein lila Auto sein. Das sieht gar nicht so aus. Hä? Nein, kein lila Auto. Dummkopf. Hä? McDonald's und lila. McDonald's und lila. Ein lilafarbenes Freibad. Nein, die Legende von Krimis. Oh, denkst du wirklich, Braxy? Lass mal hingehen und gucken. Komm schon. Ich habe meine Axt draußen, Leute. Krimis kann nichts. Und da sind irgendwelche Bilder oder sowas dran, Braxy. Also, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Warte mal, Braxy. Ich habe diesen Block noch nie in meinem Leben in Minecraft gesehen. Warte mal. Hier sind überall Krimisse. Hab ich doch gesagt. Oh, denkst du, was ich denke, Braxy? Denkst du, wir müssen die sicherste Base vor Grimace bauen? Und ich glaube, die Mitarbeiter bei McDonald's, die wurden aufgegessen. Wir müssen uns beeilen. Oh nein, Leute, habt ihr das gehört? Oh, wir müssen uns wirklich beeilen. Wir müssen den McDonald's so sicher wie möglich machen. Okay, Braxy, ich habe oben schon Lava-Eimer gesehen. Ich habe hier meine super-duper Schaufel dabei. Lass uns hier einen Graben bauen, wo wir Lava reinmachen. Außer auf dem Eingang, da habe ich noch eine Idee. Das ist eine gute Idee. Graben uns jetzt hier durch und durch und durch und durch und durch. So, komm schon, Braxy, gib Gas. Ich geb doch schon Gas, beeil dich. Zum Glück haben wir Diamantschaufeln, Braxy, weil sonst wäre das hier viel zu lange gedauert. Oh Mann, ey. Okay, Leute, wir müssen uns wirklich beeilen jetzt. Oh, Braxy, komm schon, komm schon, komm schon. Du Blödmann. Okay. Wir müssen nur die Nacht überleben. Danach hauen wir hier ab. Du hast recht, Braxy. Irgendwie müssen wir hier wegkommen in unsere alte Minecraft-Stadt. Komm schon. Wir brauchen Lava-Eimer. Okay, dann holst du das Lava und ich halt Ausschau. Okay. So, wir holen das ganze Lava, Freunde. Und was nehmen wir noch? Oh, warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Als nächstes können wir Sand und Kakteen machen, weil Kakteen tun voll weh, Braxy. Du hast Kacke gesagt. Oh Mann, ich habe Kakteen gesagt. Jetzt mach schon Lava rein. Hier ein Lava-Eimer, hier ein Lava-Eimer, hier ein Lava-Eimer. Ich habe kein Lava mehr. Hast du noch Lava? Ja. Mit dem einen komme ich nicht weit, du Blödmann. Wieso gibst du mir denn auch alle, du Doofkorb? Oh Mann, hier, nimm die leeren. So, Leute, wir machen jetzt hier über Lava hin und das wird richtig, richtig cool. Und zwar mit meinem Freund Braxy. Bist du bereit, Braxy? Das wird richtig cool. Ich bin bereit, aber das macht mir ein bisschen Angst. Und hier der letzte Braxy. Den Eimer können wir jetzt wegschmeißen. Und schaut euch mal an, wir haben über Lava hingebaut, Braxy. Da wird Grimace bestimmt nicht durchkommen, oder? Niemals. Sicher. Komm, wir gehen rein. Grimace kann springen, Leute. Oh, wir sind noch nicht sicher, Braxy. Wir brauchen noch den Sand und die Kakteen. Du hast schon wieder Kacke gesagt. Oh, ich hab Kakteen gesagt. Oh, du Blödmann. Jetzt komm schon. Wir lassen hier eins frei und hier machen wir dann so zwei, drei breit. Drei breit? Okay. Ich gehe die andere Richtung. Okay. Wir müssen uns beeilen, denn nachher wird es so aussehen. Ich zeige euch das mal ein bisschen. So, Braxy da buddelt, können wir hier schon mal ein bisschen mit Sand ausbuddeln. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, und dann, Freunde, können wir hier überall Kakteen hin platzieren. Hier ein hin, hier ein hin, hier, hier. Und immer so weiter, Leute. Oh, und dann werden wir nicht... Hast du das gehört? Hä? Warte, der Boden hat gewackelt. Oh, es war ein kleines Erdbeben. Denkst du, Monster Grimace kommt? Ich glaube, der ist auf dem Weg. Beeil dich. Oh, kommt schon, Leute. Wir müssen uns beeilen. So, Leute, wir haben jetzt überall fast Sand hingemacht, Braxy. Das hat richtig viel Sand gekostet. Oh Mann, ey. Und wir müssen noch die Kakteen machen. Das wird eine riesige Arbeit. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, Leute. Komm schon, beeil dich mit den Kakteen. So, okay. Ist egal, wie wir das machen. Ja, das ist ganz egal. Hauptsache, die kommen nicht durch. Okay, ich mach die andere Seite. Okay. So. Oh, Mann. Ab und zu auch mal in die Mitte, Braxy.
Ja, Mitte, hab ich verstanden. Mann, Leute. Aua, ich bin gegen den Kaktus gelaufen. Du hast schon wieder Kacker gesagt. Ich hab Kaktus gesagt. Oh, egal, Leute. Wir machen hier weiter und wir haben es sogar schon fast fertig, Braxy. Und die wachsen auch gleich. Und dann wird das richtig cool. Und schaut euch mal an, wie unsere Base aussieht. Aber das war noch nicht alles, Braxy. Was haben wir denn noch? Wir haben noch richtig coole Sachen. Komm mit. Ich glaube, zunächst müssen wir noch Sicherheitskameras machen, Braxy. Und zwar die hier. So, ich habe die Kameras. Und du, Braxy. Oh, du kannst Bärenfallen auf dem Boden machen. Die liegen da. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Du hast sie im Inventar, du Blödmann. So, wir packen auf jeden Fall mal hier zwei Kameras drinnen ein und hier zwei Kameras draußen. Dann weiß man immer, wer reinkommt, Brax hier. Und oh, dann... das ist eine gute Idee. Bauen wir hier eine und wir machen überall Kameras hin, dass wir immer wissen, wer kommt und wer da ist. Hinten noch zwei... Oh, halt dich fest! Hier, warum? Oh, der Boden wackelt wieder. Oh Mann, hä? Ich glaube, die Lava und das Sand hat mir gar nichts getan. Ich glaube, das ist jetzt anti-Erdbebensicher, Braxy. Okay, wenn du dir da sicher bist. So, und jetzt haben wir überall Kameras, Leute. Schaut mal, wir können alles bewachen. Aua! Mann, diese blöden Kakteen. Und ich darf bloß nicht in die Fallen von Braxy reinlaufen. So. Okay, Leute, das sieht schon richtig cool aus, Braxy. Okay, warte. Nicht so viele. Ja, die waren eh gleich alle. Oh, Mann. Okay, Braxy, eine will ich auch platzieren. So. Und jetzt, Braxy, jetzt haben wir noch richtig coole Sachen. Pass auf. Oh, komm mit. Ja, warte doch auf mich. Ih, hier sind Fledermäuse. Ja, die sind eklig. Okay, jetzt pass auf, Braxy. Wir haben noch Ketten und Obsidian. Weißt du, was wir damit machen werden? Oh, wir gehen nach Hause. Nein, du Blödmann. Wir werden hier hinten, schau mal, wir werden nochmal einen Zaun bauen, wo Ketten und Obsidian ist. Und zwar so, zack und zack. Und dann werden wir hier, Braxy, eine Kette hinplatzieren. So. Oh, und hier oben. Cool. Und da kann man nicht mehr durchlaufen, Braxy. Guck. Egal, was man macht. Oh, das ist eine gute Idee. Dann kommen die Bärenfallen, dann die Kakteen, dann das Lava. Boah, genau. Der hat keine Chance. Aber wir müssen vorne offen lassen, Braxy, weil sonst kommen wir auch nicht mehr raus. Das heißt, die können nicht von der Seite kommen, nicht von hinten kommen und auch nicht von der anderen Seite. Die können nur von vorne kommen. Du hast recht, du bist echt klug. Mhm. Also komm schon, Braxy, wir bauen hier unsere coolen Kettenfallen hin. Leute, schaut mal, wie cool das aussieht. Oh, ich mag es, mit meinem Freund Braxy zu bauen. Und Braxy, es ist schon dunkel geworden. Ich hab Angst. Oh, ich auch. Die letzte Mauer, Leute. So, oh, da habe ich jetzt eine Kette außen gemacht. Naja, egal, Leute. Und schaut euch mal an. Oh, das ist alles zugekettet, Leute. Hier an der Seite, hinten und auf der Seite, Leute. Oh, Braxy, mach mal die Kette da weg. Oh, das war aus Versehen. Das war ich, du Blödmann. Und was ich jetzt auch noch habe, Braxy, ist... sowas hier. Warte, ich gebe dir die Hälfte. Ey, nein, Hilfe. Oh Mann, Braxy. Du musst mich da raus, so schnell. Oh. Und die hier noch, komm schon. Boah, das hat ja funktioniert. Natürlich hat das funktioniert. Das ist auch eine Käfigfalle. Hier, nimm die Hälfte, Braxy, und verteil die. Ja. Ich mach hier weiter, Leute. Wir brauchen hier ganz viele Käfigfallen. Und nicht reinlaufen, Braxy. Okay, Leute. Oh, wir müssen jetzt mehr bauen. Oh, mehr nein, bauen. Hilfe. Braxy? Haha, reingelegt. Du Blödmann, ey. Okay, Leute. Oh, wir brauchen eigentlich nicht mehr. Braxy ist... ah, kann eh nicht mehr machen. Okay, Leute. So, zack und zack und zack. Und hier kommen die dann nicht durch. Und nicht durchlaufen, Braxy, ja? So. Auf keinen Fall durchlaufen. Verstanden. Mhm, du hast hier schon Fallen aktiviert, du Blödmann. Okay, zack und zack. Und schau mal, unsere Kakteen wachsen, Braxy. Boah, das ist so cool. Oh, das Lava bringt mich zum Husten. Ach, Quatsch, Braxy. Mach deine Nase einfach zu. Was haben wir denn jetzt noch? Oh, wir müssen gucken. So. Haha, guck mal.
Ich bin. Guck mal hier, die ist gefangen, die Fledermaus. Voll die blöde Fledermaus. Okay, Braxy. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist Laser und natürlich das Abwehrsystems. Wovon du da redest? Nein, aber komm mit, ich zeig's dir einfach. Jetzt pass auf, wir müssen auf jeden Fall über jeden Fenster hier einen Laser machen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen hier kaputt machen. So, zack, 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 zack. Und dann brauchen wir einfach nur einen Hebel, Braxy. So, und dann können wir die aktivieren. Zack, und zack, und zack. Das sieht richtig cool aus. Oh, warte, Braxy, hier, ich geb dir ein paar. Und damit kannst du dann jetzt auch die Fenster zumachen mit Laser. So, zack, 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 zack. So, Leute, wir müssen die ganzen Fenster zumachen, dass sie nicht durch die Fenster kommen, Braxy. Ja, verstanden. So, zack, 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 zack. Und hier noch zumachen, Leute, kommt schon. Zack, 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 zack. Und Hebel, 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 Hebel. Und dann können wir einfach unsere Laser aktivieren. Und das hört sich so cool an. Findet ihr Laser auch so cool wie ich, Leute? Wenn ja, dann lasst schnell ein Like da. Und Braxy, wir müssen uns beeilen. Komm schon. Zack. Wow, unser Haus sieht so cool aus, Braxy. Aber wir haben, glaube ich, hier vorne nicht vergessen. Okay, das sieht cool aus. Aua. Wow, Braxy, schau mal, wie cool unser Haus aussieht mit den ganzen Lasern. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich sicher, weil schau mal, wenn wir haben ein Problem. Was denn, Braxy? Was ist, wenn der Grimace hier vorbeikommt, richtig? Ja. Und er dann einfach so macht? Das könnte er nicht. Jetzt komm schon. Ich zeig dir auch warum. Und zwar unser Abwehr. Oh, ich bin in den Laser gelaufen. Komm schon, unser Abwehrmechanismus. Wir brauchen auch noch Türen, Braxy. Aber das erste ist, wir haben hier zwei Köpfe! Die sehen ja genauso aus wie du. Das stimmt nicht, Leute. Sehen die Köpfe aus wie ich? Ich habe grüne Augen und ein bisschen Sabba am Mund. Und mein Mund ist offen, Braxy. Und ich habe eine Mütze. Die sehen, wenn dann, aus wie... Lumie! Aber sollen wir die Köpfe nicht umdrehen, dass sie nach da gucken? Oh, du hast vielleicht recht, Braxy. Wir müssen die einfach umdrehen. Ich glaube, die gehen nicht in die andere Richtung, Braxy. Weil wir diese Ständer falsch umgestellt haben. Ey, dann bleiben die einfach jetzt so. Ja gut, du brauchst mich doch nicht so anzuschreien. Sonst hole ich jetzt gleich den Grimace. Ey, hör auf! Hör auf, Braxy, der kommt wirklich! Ihr habt mich gerufen! Du, hör auf zu lügen. Okay, ich war das. Ich kann meine Stimme verstellen, Leute. Aber, Braxy, eigentlich sind wir fertig. Wo bleibt der blöde Grimace? Nimm mal deine Nerf Gun. Okay. So, ich pack hier alles weg, Leute. Zack. Entschuldigung. Mann, nicht, du Blödmann. Okay, Braxy, bist du bereit? Die sollten gleich kommen, wenn gleich ist auch schon Nacht, Leute. Ihr seht schon. Die sollten gleich kommen, Braxy. Okay, so. Ich kann schießen, hör mal! Mann, hör auf! Okay, warte, Braxy, ich glaub... Warte, wir sollten eine Schießübung machen bei den Fledermäusen. Okay, du hast recht, ich nehm die! Bam! Wow, ich hab getroffen! Gut, jetzt sie beim Fliegen, los! Und bam! Oh, nicht getroffen! Daneben. Und bam! Oh, nicht getroffen! Oh, das ist voll schwer, Braxy! Ich zerstöre das ganze Haus! Ich habe keine Munition mehr. Gib mir mal Munition! Okay, warte doch mal. Du kannst doch nicht immer alles hier. Oh, gib mir die Nerf Gun, die du hast. Komm schon! Oh Mann, dann gib mir deine. Hab ich doch schon, du Blödmann. Okay, warte mal, Braxy. Ich glaube, sie kommen! Oh, ich hör's. Ich glaube, die haben uns gehört, weil wir geschossen haben. Du hast recht. Oh nein, Leute, wir müssen uns verteidigen irgendwie. Aber wir haben ja unsere Nerfguns. Komm schon, Braxy. Wir müssen... Warte, wir gehen hier raus. Oh, komm mit, komm mit, komm mit. Oh, Braxy, hast du das gesehen? Hier sind überall Grimace. Guck mal, hier ist schon einer fast beim Lava. Er schießt ihn. Oh, der schießt auf mich. Oh, Braxy, der hat voll viel Leben. Ich muss rein, ich muss was essen, Leute. Oh, Braxy, Braxy, Braxy. Wir müssen echt aufpassen.
Die sind drin, Odi, die sind drin. Wie, die sind drin? Hast du die Tür vergessen, du Blödmann? Oh. Ja, aber dafür kann ich doch die nicht schießen. Die sind drin. Oh, ich kann nicht schießen. Oh, Braxy. Oh, wir brauchen hier eine Mauer. Oh nein, oh nein, oh nein. Braxy, schieß. Oh, Braxy, die waren gerade drin. Oh, wir... Ich doch, weiß. Schau mal, was einer verloren hat. Hä? Ein Grimmes-Schwert? Mhm. Oh, wie cool. Okay, Braxy, bist du bereit? Attacke! Hey, die gehen gar nicht in die Fallen rein. Die aktivieren sich gar nicht, Braxy. Weil die klug sind, die, ist doch klar. Die sind gar nicht klug. Guck mal, ich erledige Grimmes. Oh, die kommen mir gar nicht rein. Oh, warte, hier ist schon einer fast drin. Aber der ist in der Falle. Ja, Leute, unsere Base hat's gerockt. Okay, Braxy, ich glaube, die kommen nicht hier rein, oder? Oh, hier unten ist einer und schau mal, das hat funktioniert. Er ist abgelenkt. Er hat den einen besiegt und da wird er durch die Puppe abgelenkt und ab mit ihm in die Lava. Oh, wie cool. Oh, warte mal, Braxy. Das sind viel zu viele. Das werden wir niemals überleben. Oh nein, Leute, wir müssen hier irgendeinen Ausweg finden. Oh, Braxy, hast du überhaupt die Tür eigentlich zugemacht? Nein, wieso sollte ich die Tür zumachen? Oh, so blöd, Mann, Leute, wir brauchen hier eine Tür. Oh, Grimmes Birthday? Oh, Braxy, komm schnell runter. Ich glaube, ich habe was gefunden, was uns weiterhelfen kann. Was denn? Ein Grimmes Shake. Huh? Oh, Braxy. Bist du sicher, dass wir den trinken sollen? Ich glaube, warum lagen sonst zwei? Und schau mal, die haben aufgehört, uns anzugreifen. Die stehen nur noch. Oh. Vielleicht müssen wir das wirklich trinken, dann sind wir immun. Oh, du hast recht. Okay, Leute, auf deine Schönheit, Braxy, und auf euch, meine ganz schönen Abonnenten. Und wenn du auch ein schöner Abonnent sein musst, musst du nur abonnieren. Braxy, und 3, 2, 1, und trinken. Braxy, wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier raus. Komm schon, wir müssen hier raus. Nimm deine Spitzhacke. Oh Mann. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, das ist Grimmes sein Bauch. Ich glaube, wir müssen da hoch, Braxy. Komm schon. Oh, Braxy, warte mal. Irgendwas zieht mich hoch. Mich auch. Oh, Leute, ich will nicht. Ich habe Angst, ich werde hochgezogen. Oh. Braxy? Ja. Sind wir in Grimmes Land? Nein, 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 bitte nicht. Wie sind wir denn hierher gekommen? Warte mal, schau mal hier, Braxy. Das ist doch Grimmes Shakesaft. Oh nein, Leute, wie sind wir hierher gekommen? Oh nein, 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 nein. Wir müssen hier irgendwie wieder wegkommen, Braxy. Oh Mann, Leute, das geht nur mit durch eure Hilfe. Wenn ihr jetzt ein Like und ein Abo da lässt, dann sind wir vielleicht im nächsten Video raus aus dem Grimmes Land. Und vielleicht, wenn ihr es aber nicht schafft zu liken und zu abonnieren, bleiben wir hier für immer und müssen hier leben. Braxy will das heute ganz bestimmt nicht und ich auch nicht. Okay, Leute, bitte liken und abonnieren. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du hier oben noch weitere Videos angucken. Oder check doch am besten auch meinen Freund Braxy ab. Der macht auch richtig coole Videos, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!